So, hallo, wir machen weiter bei Super Glazy World. Glazy? 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 Glazy World. Das letzte Mal sind wir etwas sparsamer mit Saves geworden. Trotzdem sind es dann doch noch mehr gewesen, als ich setzen wollte. Das war sehr smart. Gucken wir mal, wie weit wir hier kommen, ohne einen Save zu setzen. Außer am Anfang. Einen bitte lade schneller Safe. Was? Okay. Ich muss den noch mitnehmen, diesen Bullet Bill. Ich hoffe, ich muss nicht sehr weit mitnehmen. Es könnte natürlich sein, dass ich den sehr, sehr weit mitnehmen muss. Oh, ich ahne Böses. Ich ahne sehr Böses. Den muss ich sehr weit mitnehmen, glaube ich. Schauen wir mal. Ach Mann, was mache ich denn? Ich sollte einfach nur Spinjumpen hier. Dann erwische ich auch die Pflanze. Ich glaube, jetzt ist er weg. Nein, da ist er. Ah, verdammt. Wie weit muss ich den mitnehmen? Das muss ich auch noch besser timen mit dem Pokey. Ja, okay, zweimal auf der Pflanze schon zu oft. Vielleicht gehe ich doch direkt rüber. Vielleicht passt es ja. Und ich sehe es nur noch nicht. Nee, ich traue mich nicht. Aber warum traue ich mich eigentlich nicht? Ich kann es doch einfach mal ausprobieren. An die Stelle komme ich ja immer wieder. Da kann ich mich auch einfach mal trauen. Jetzt habe ich den Bullet Bill nicht dabei, aber es wurscht. Ja, es ist doch noch ein bisschen zu bald, okay. Vielleicht dann wirklich ein ganz kleines Stückchen vorher auf der Pflanze. Irgendwie so. Ganz kleines Stückchen. Ja, das war schon besser. Okay, muss ich einfach ein bisschen besser timen. Bisher noch nichts Dramatisches dabei. Ja. Immerhin wurden wir schon mal von dem Bullet Bill abgeschossen. Das ist doch auch was wert. Das war dumm. Zack. Perfekt. Okay, ich glaube, hier brauche ich ihn. Kann das sein? Oder kommt da noch was runter? Ich bin mir nicht sicher. Nein, zu hoch. Da, 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 da. Nice. Ja, hier brauche ich ihn. Wenn ich keinen Walljump machen möchte. Ging das? Der hatte gerade einen Wallgrab gehabt, ne? Nur Interesse halber. Ich mach das nicht lange. Keine Panik. Nee, ich krieg den Wallgrab nicht mehr hin. Aber da war einer. Okay,
Okay, aber dann wissen wir jetzt, wie weit es geht. Das kriegen wir ohne Save States hin. Ob dann direkt danach der Midway Point kommt, ist eine andere Frage. Aber das kriegen wir hin. Ups. Was tue ich denn? Nein! Nein! Och, spring doch ab, du Klempner. Nein! So nicht. So ist gut. Nein, nicht ganz. Nicht ganz. Aber nicht ganz bringt halt auch nichts, wenn man im Abgrund liegt. Oh. Mach halt einen Wallgrab an der Röhre. Kann ich gleich einen Walljump machen? Auf keinen Fall. So. Zack. Ach, fuck. Aber warum ist da noch so eine Münze? Die habe ich noch nicht verstanden. So, jetzt habe ich wieder den Versuch hier, bis ich an der Mannschaft sterbe. Na, ja, hatte wieder einen Wallgrab. Hätte zwar eh nichts genutzt, aber interessant. Nice. Das ist wohl eine Punktlandung. Nein! Ach! Ärgerlich. Ärgerlich. Okay. Renn. Deswegen ist da eine Münze. Weil ich auf jeden Fall zu der Seite raus muss, ja? Habe ich das richtig verstanden? Ah, ich krieg's nicht hin. Vorhin hatten wir da einen Wallgrab. Jetzt nicht mehr. Okay, ich muss das ein bisschen noch nach links dann rüber steuern. Es ist halt ein relativ knappes Zeitfenster. Ich darf ihn nicht verlieren, aber ich darf auch nicht zu langsam sein für ihn. Weiß zum Beispiel nicht, ob er jetzt noch drin wäre. Nee, das war nämlich zu langsam, zu schnell. Das war jetzt zu langsam, weil jetzt ist er noch richtig viel drin. Ich muss so ein Mittelding erwischen. Das könnte gut sein. Jetzt muss halt der Rest funktionieren. Fast. Das hätte gut werden können. Hätte nützt aber nun mal nichts. Ach, Scheiße. Fuck. Da. Das ist, der ist weg. Der ist weg, oder? Ich glaube, der ist weg.
Zum Glück muss man nicht den ersten verfolgen, den er schießt. Ich glaube, das wäre nicht möglich. Der müsste gut sein, wenn ich dann hier nicht verkacken würde. Ärgerlich. Aber ich hoffe, ihr seht ein, dass ich das hier ohne Saveset spielen möchte, diesen Level. Zumindest bis zur Röhre, den Abschnitt. Weil es echt machbar ist. Und wir schon das letzte Mal zu viel gesatet haben. Ich will das hier nicht auch wieder... Ups, ich habe vergessen, dass er schießen sollte. Ich weiß gar nicht, warum da eine zweite Pflanze von oben runterfällt. Die stört mich überhaupt nicht. Nein! Oh, renn! Renn! Das reicht nicht. Das reicht nicht. Oh Gott, der ist zu knapp. Der ist zu knapp. Hat eh nicht hingehauen. Ah, das hätte gut werden können. Ich muss dann auch zusehen, dass ich da unten ganz schnell losrenne. Dass ich wirklich schnell noch nach hinten komme. Das ist noch so eine Zusatzgeschichte. Fuck, jetzt habe ich nicht. Nicht aufgepasst. Yes! Oh. Mir egal, ob dein Midway Point kommt, ich habe ein Safe gesetzt. Ja, okay. Es kommt sogar einer. Das wäre ganz, ganz schief gegangen. Okay, gerade so. Jetzt muss ich zwei verfolgen, ja? Wie? Wie? Wie komme ich auf den hoch? Ich wette, ich darf nur einen kaputt machen oder gar keinen, weil ich sie beide dann noch brauche. Ja, das würde ohne alle gehen. Das würde gehen, ohne dass ich einen einzigen kaputt mache. Aber dafür müssten sie erstmal schießen. Jetzt hat es nur einen rausgeschossen. Vielleicht gucken wir uns erstmal die Strecke an. Das wäre doch mal eine Idee, ganz ohne Hektik. Das war klug. Wir gucken uns erstmal weiter trotzdem die Strecke an, denke ich. Ich glaube, die werde ich nicht ohne States spielen.
So, noch sind sie, könnten sie beide hier unterwegs sein. Ich bin vor allem gespannt gerade, ob ich es breaken kann. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Und da rein. Theoretisch müssten sie jetzt immer noch unterwegs sein. Oh Gott. Hier soll ich die Shell verlieren. Ah, fuck. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich es mit der Shell... Ich weiß ja nicht, wie gut er es gebaut hat. Ich könnte mir vorstellen... Wir werden sehen. Ich versuche es zu umgehen. Ich hoffe, ich krieg's hin. Das wäre cool. Das wäre immer noch ohne Safe-Sets dann. Oder? Na gut, ich habe jetzt einen auf dem Poke gesetzt. Das ist wahr. Das ist wahr. Oh, scheiße. Nee, habe ich gar nicht. Vor dem Poke habe ich eingesetzt. Und der ist eigentlich nicht relevant. Würde ich jetzt spontan behaupten. So. Ich soll die loslassen, ist mir schon klar. Okay. Okay. Aber genau das will ich ja eben nicht. Oh Gott. Dann soll ich auf die Shell und dann muss ich noch auf die... Oh nein. Dann muss ich auf die Shell, auf die Bills und dann geht's wahrscheinlich ins Ziel. Oh Gott. Okay, das werden wir nicht ohne Stage schaffen. Ich wette, ich brauche beide. Ja. Nein, das war gut. Probieren Sie jetzt erstmal mit, also, was, nee, wir probieren es erstmal mit, ist die falsche Aussage. Wir machen es jetzt erstmal mit. Und ich denke aber nicht, dass ich das nochmal revidieren werde. Gott, ich bin zu langsam. Ja, cool. Tschüss. Und da muss ich jetzt die Shell loslassen, ungefähr da, wo die Münze ist. Und dann wird es passen. Okay. Ich werde mal versuchen, bis dorthin keine neuen States zu setzen, sondern nur den hier zu nehmen, wo die halt schon unterwegs sind. Und wir durch den Poké da runtergesprungen sind. Ich denke, so ist es okay. Also ich setze erstmal keine neuen mehr. Aber das... Ah, da muss ich... Weiß nicht, ob ich da schneller sein kann. Oder ob ich wirklich warten muss auf die... Ich glaube, ich muss auf die warten. So, und jetzt muss ich hier loslassen. Und dann nehme ich die beiden mit. Okay. Puh. Na gut, ist ja auch schon Welt 2 jetzt, ne? Das war dumm. Der muss zu der anderen Seite raus. Perfekt. Dumm.
Dummer Conan. Hat nicht rechtzeitig losgelassen. Warum ist da eigentlich eine Münze? Ja, und dann da noch auf den Maul. Okay. So. Nein. Also das ist schon cool gemacht, auch mit den Münzen, dass man weiß, wie, wo man loslassen muss und so. Das ist dann für Leute wie mich, die immer sagen, oh, ich weiß aber nicht, wie und was und will. Ist das halt eine echt gute Erklärung. Weil ich das halt nicht so timen könnte, dass es passt. Ach, verdammt. Apropos timen. Huch. Das wollte ich nicht. Aber irgendwie bin ich da zu schnell, kann das sein? Weil ich müsste noch ein bisschen weiter mit denen gehen. Vielleicht ist das die andere Münze, dass die mir irgendwas sagt, dass ich ein bisschen warten soll auf die oder so. Dass ich wirklich zu schnell bin. Weil ich muss im Moment, gehe ich ja immer zurück so ein Stückchen. Ich gehe mal so ein kleines Stückchen zurück. Das ist irgendwie gar nicht so cool. Ich müsste ja gar nicht zurückgehen. Es wäre ja besser, wenn ich direkt... Verdammt nochmal. Wenn ich direkt weiterspringen könnte. Guck mal hier, wenn die ein bisschen weiter drüben wären. Also wenn ich die noch ein bisschen... Ich lasse die noch ein bisschen fahren. Ich lasse die noch ein bisschen fahren, glaube ich. So vielleicht. Das ist dann der nächste... das ist dann das nächste Problem. Das hat nicht hingehauen. Ups. Vielleicht würde es aber auch erst reichen, hier loszurennen. Ich weiß es nicht. Das war jetzt auf jeden Fall viel zu bald. Ich würde wirklich mit der Shell erst nach denen los wollen. Also, dass ich erst auf die Shell und dann aber... Oh Gott, das... Geh doch nicht nach rechts raus. Spring doch von... Ups, was mache ich denn? Alles falsch. Danke. Ja, perfekt. Genauso meinte ich das. Okay. Naja, fast ohne Saves. Jetzt haben wir das Level gespielt. Jetzt ist die Frage, gucken wir das nächste noch rein? 24 Minuten? Wir können ja mal gucken. Vielleicht bis zum Midway Point. The Deaths of Shell. Okay. RIP. Okay, erstmal einen normalen Shell-Jump. Natürlich. Wie man den Mond da oben kommen soll, ist mir ein kleines... Achso, nee, ist mir kein Rätsel. Kann man ja mal mitnehmen. Da lade ich jetzt sogar extra, damit ich den Mond eingesammelt habe.
Okay, also wir machen hier ein paar Shell-Jumps. Wenn uns die Blöcke lassen, dann machen wir ein paar Shell-Jumps. Das war smart. Das war mit die smarteste Aktion, die ich gemacht habe heute. Lieber nicht. Ich glaube, ich brauche die noch. Oh nein. Oh, das ohne Saves. Ich hoffe, das ist nicht zu lang. Tschüss. Ich glaube, ich habe eine Stelle, wo ich einen Save setzen werde. Ach, verdammt. Jetzt habe ich wieder was gesehen, was mir nicht gefallen will. Ach, was tue ich denn? Nein, nur Müll mache ich. Jo, erwischt immerhin. Nützt mir zwar nichts, aber hey. So. Ach komm. Ich werde hier halt schon eine Weile brauchen. Ich weiß ja nicht, wie lang das Stück wird, aber... Ne? Das ist jetzt nichts, wo ich immer wieder die ersten Shell-Jumps nochmal machen möchte. Innerhalb dieses Parts setze ich keinen State erstmal. Aber... Aber... Das davor will ich nicht nochmal jedes Mal spielen. Das dauert mir zu lang. Vor allem, weil wir schon eine halbe Stunde gleich haben. Ah, fuck. Aber der Hack ist halt echt eine gute Vorstufe zu solchen Kaizo-Geschichten. Wer sowas gerne selbst hinter spielen will, das ist hier eine sehr gute Übung, glaube ich. Weil es halt von allem, was man so kennt, die etwas einfachere Version ist. Das schafft mit ein bisschen mehr Geduld, würde das auch ein Gornen schaffen. Aber die Geduld hat er leider nicht. Und drüben hat die Stelle schon auf. Normalerweise hätte ich hier schon längst wieder einen gesetzt, aber ich will nicht. Oh nein! Okay. Das muss man auch noch schaffen, ja? Oh boy. Aber dann kommt der Midway Point. Den haben wir schon erblickt. So. Ach komm. Ach komm. Ach komm.
Wenn man da drüben ist, hat man doch eigentlich die schweren Stellen geschafft. Ja, bei Midway Point werde ich auf jeden Fall den Part beenden. Okay. Oh, was habe ich getan? Nein, na gut. Was soll's. Der war nicht mal beabsichtigt jetzt, aber der war so instinktiv. Okay, danke fürs Zuschauen und tschüss. So, hallo, wir machen weiter bei Super Crazy World. Das letzte Mal haben wir den Bullet Level gemacht und jetzt haben wir hier einen Shell Level. Den haben wir schon angefangen, bis zum Midway Point. Ah, da muss ich schneller sein, ich verstehe. Und ich werde wieder versuchen, so wenig Stats wie möglich zu setzen. Ihr habt jetzt mitbekommen, wie ich das ungefähr versuche zu handeln. Okay, den muss ich irgendwie mitnehmen. Ja, genau so. Ich verstehe schon. Oh Gott, das wird lustig. Die Frage ist, wann will ich ihn erwischen? Ich glaube, es ist egal. Wichtig ist nur, wie ich an ihn dran springe. Also von welcher? Nee, ist es nicht. Ich muss, wenn er zurückfährt. Also jetzt. Genau, und jetzt muss ich so, dass er hier rüber schießt. Und dann muss ich da weg. Ah, verdammt. Okay. Das wäre so die Theorie jetzt erstmal. So. Okay. Oh Gott. Ich setze ein. Sorry. Uff. Was? Ist das ein Resettor? Ach, das ist zum Gucken. Wie geht das denn? Das ist doch der gleiche Screen. Nein, das ist ein anderer Raum. Da oben ist die Tür nicht. Cool, das hat er nachgebaut. Dass man hier gucken kann. Oh, plötzlich kann ich scrollen. In anderen Leveln konnte ich das teilweise nicht. Aber wie soll ich denn das jetzt hier... Ii. Ach so. Ich habe das falsch verstanden. Ich dachte, hier sind jetzt auch die Blöcke und die auf dem Dings gehen dann die Blöcke entlang. Okay, das war nett. Das war nett, da hätte ich jetzt... Ah, das hätte ich jetzt nicht safe state. Naja, gut. Naja, gut. Das hätte ich jetzt eigentlich ans andere Video noch ran. Ach. Ach, ihr kennt mich. Ich setze das ans andere Video noch dran. Danke fürs Zuschauen und tschüss.